Yehya Chakachaki ist 18 Jahre alt und mit seiner Familie aus Homs hier in den Libanon geflohen. Die Kameras sind auf ihn gerichtet, denn er ist der 1 Millionste registrierte Flüchtling aus Syrien. Die Zahl 1 Million Flüchtlinge hier im Libanon ist wirklich enorm. Dabei versuchen viele in Syrien zu bleiben, weil sie wissen, dass die Bedingungen hier schwierig sind. Das Leben jedes einzelnen Flüchtlings ist durch diese Krise zerstört worden. Wir versuchen alles zu tun, um zu helfen. Aber die libanesische Bevölkerung leidet unter der Last, die diese Flüchtlinge dem kleinen Land auferlegt. Kein Land der Welt schultert zurzeit mehr Flüchtlinge im Verhältnis zu seiner Größe wie der Libanon. Das sorgt trotz großer Solidarität der Libanesen für Unmut und Spannungen. Ich glaube, wir machen uns nicht klar, was eine Destabilisierung des Libanon bedeutet. Eine Lösung in Syrien würde dann noch schwieriger. Die Sicherheit Israels wäre in Gefahr und wir hätten einen Nährboden für militante Akteure. In Syrien selbst sind 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 1 Million sind im Libanon, 590.000 in Jordanien, 670.000 in der Türkei, 220.000 im Irak und 140.000 in Ägypten. Der Krieg in Syrien geht weiter. Jeden Tag verlassen tausende Menschen das Land. So große Aufmerksamkeit wie Chea Chakachaki bekommen sie nicht.